Wir kommen jetzt zu Tagesordnungspunkt 50, den Beschlussempfehlungen der Ausschüsse zu Petitionen. Hier liegt mir vor, dass auf Wunsch kann mir seitens der Geschäftsführer noch einmal jemand signalisieren, ob eine weitere Abstimmung über die Beschlussempfehlung notwendig ist, obwohl wir das doch gerade abgestimmt haben? Ich habe die Beschlussempfehlung namentlich abstimmen lassen, und sie ist mit deutlicher Mehrheit, sage ich jetzt einmal, angenommen worden. Damit ist für mich dieser Tagesordnungspunkt erledigt, es sei denn, es ist erledigt. So. Dann kommen wir jetzt zu den Beschlussempfehlungen ohne Aussprache der Ausschüsse zu Petitionen zuvörderst. Dort liegt mir die Mitteilung vor, dass auf Wunsch der Fraktion DIE LINKE die Petition 04928 aus 19 getrennt abgestimmt werden soll. Ich rufe als Erstes diese Petition auf. Wer ihr zustimmt, den bitte ich um das Handzeichen. Das sind CDU, FDP, die Grünen, die SPD. Wer ist dagegen? Die Fraktion DIE LINKE. Keine Enthaltungen. Diese Petition hat Zustimmung gefunden. Ich komme zu den restlichen Beschlussempfehlungen der Ausschüsse zu Petitionen. Wer diesem zustimmen möchte, bitte ich um das Handzeichen. Das ist das gesamte Haus. Vielen Dank. Wir kommen zu den weiteren Beschlussempfehlungen der diversen Ausschüsse. Ich hoffe, dass Sie mir erlauben, jeweils auf die Berichterstattung zu verzichten und auch eine Kurzform der Titel zu wählen. Ich rufe als Erstes auf den Tagesordnungspunkt 31, eine Beschlussempfehlung des Haushaltsausschusses zur Haushaltsrechnung des Landes Hessen für das Jahr 2016. Wer dem zustimmt, bitte ich um das Handzeichen. Das ist die CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Dagegen? Das ist niemand. Wer enthält sich? FDP, SPD und DIE LINKE. Damit ist diese Beschlussempfehlung angenommen. Ich rufe auf Tagesordnungspunkt 43, Beschlussempfehlung des Kulturpolitischen Ausschusses zu einem Antrag der Fraktion DIE LINKE, Zukunft hessischer Schulen. Wer dieser Beschlussempfehlung zustimmt, bitte ich um das Handzeichen. CDU, FDP, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, die Gegenprobe. SPD und LINKE. Damit hat auch diese Beschlussempfehlung eine Mehrheit. Ich rufe auf Tagesordnungspunkt 47, Beschlussempfehlung des Ausschusses für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft, Verbraucherschutz zum Antrag von den Regierungsfraktionen. Hessen wird wirkungsvolle Klimaschutzpolitik fortsetzen. Wer dem zustimmt, bitte ich ums Handzeichen. CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, die Gegenprobe. FDP, SPD und DIE LINKEN. Die Beschlussempfehlung ist angenommen. Ich rufe auf Tagesordnungspunkt 48, Beschlussempfehlungsausschuss für Umwelt, Klimaschutz usw. So zu einem Antrag der Fraktion DIE LINKE, Klimaschutz in Hessen konkret. Wer dem zustimmt, bitte ich ums Handzeichen. CDU, FDP, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, die Gegenprobe. Fraktion DIE LINKE, Enthaltung SPD. Auch diese Beschlussempfehlung ist angenommen. Ich rufe auf Tagesordnungspunkt 56, Beschlussempfehlung Haushaltsausschuss, Antrag der Landesregierung, Entlastung der Landesregierung für die Haushaltsjahre 15 und 16. Wer stimmt zu? Fraktionen CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Wer ist dagegen? Niemand. Wer enthält sich? FDP, SPD und DIE LINKE. Damit ist auch diese Beschlussempfehlung angenommen. Meine Damen und Herren, wir sind vollkommen überraschend am Ende der heutigen Tagesordnung angelangt. Ich wünsche einen schönen Restabend. Und wir vielen Dank für den Hinweis. Sie merken, ich bin auf diese späte Stunde nicht vorbereitet. Es tagt jetzt noch im Anschluss an die Plenarsitzung der Kulturpolitische Ausschuss in Sitzungsraum 510W. Allen anderen einen schönen Feierabend.